So, Piwi. Was ist hier los? Kaderaport ist echt grässlich, hm? Da erwartet uns bestimmt jede Menge Ärger. Und dann machen wir jetzt auch noch Jagd auf das Schiff des Archons? Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Naja, was heißt gut? Was heißt gut? Ganz ehrlich, von allen Ideen, die wir bisher hatten, wird uns diese am ehesten um die Ohren fliegen. Danke, das baut mich jetzt echt auf. Wollen Sie mir noch irgendwelche Illusionen rauben? Natürlich nicht. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Darum ging es jetzt aber eigentlich nicht, oder? Es ging doch noch um andere Sachen. Sie haben also Ihr Zeug von der Nexus hierher geschafft? Ja, mein kleines Hausbesetzerparadies ist jetzt noch vollgestopfter. Alles klar, was gibt's? Hä? Danke für das Gespräch. Darauf können Sie jetzt wetten. Bin ich verwirrt. Ich soll hierher, aber es passiert nichts, wenn ich hierher komme. Stimmt, den haben wir noch gar nicht gescannt. So muss es wohl funktionieren. Speichern dürfen wir auch nicht. Also rein hier. Pock, Pock. Du wirst Wegbereiter für viele große Dinge sein, mein Freund. Hallo, sie heißt Pock? Ja, Proof of Concept, um sie von Zap, ihrer aufgemotzten Kampfversion, zu unterscheiden. Cooler Name. Zap, gefällt mir. Ja, hat was. Die Speicherbox aus dem Gewölbe auf Eos war der Schlüssel zu allem, einschließlich des Einbaus der Reltec, die sie mir gebracht haben. Aber unsere neuen Beobachterfreunde sind erst der Anfang. Ich arbeite jetzt an etwas, das noch größer ist. Erzählen Sie mir davon. Ich bin ganz Ohr. Also folgendes. Wir können nur nach Reliktsignaturen scannen, die wir bereits kennen. Mein Scanner macht das rund um die Uhr. Aber wenn ich die richtige Reltec einbaue, können wir den Cluster nach beliebigen Reliktsignaturen durchsuchen, auch nach solchen, die wir nicht haben. Hm. Mein Scanner wäre dann buchstäblich ein Relikt-Geheimnisdetektor. Klingt ja spannend. Ihre Begeisterung ist ansteckend. Sagen Sie das nicht, Lexi. Sie würde sofort nach einem Heilmittel suchen. Ich bin nach Andromeda gekommen, um das Unbekannte zu berühren, um zu finden, was noch nie gefunden wurde. Sobald ich diesen Scanner perfektioniert habe, werde ich genau das tun. Ich brauche dafür lediglich 3 bestimmte Reltec-Teile. Das kriegen wir hin. Sie sind der Hammer. Pock und Zap finden das auch. Ich habe das erste Teil bereits ausfindig gemacht. Es ist auf Eos. Ich lade die Koordinaten hoch. Oh, Eos. Schon wieder Eos. Ah, warum? Okay. Müssen wir natürlich mal nachgucken. Also nach Eos sollen wir reisen. Das dauert hier noch ein bisschen länger. Moschei reden. Noch so viele Sachen. Kdera. Und Reyes antworten. Ach ja, genau. Wir müssen ihn ja noch anrufen. Ich glaube, das müssen wir von da hinten machen. Mit einer Videokonferenz. Moment, da war schon wieder irgendwas zu scannen, oder? Habe ich mir das nur eingebildet? Naja. Langsam aber sicher kriegen wir die Sachen schon raus. Genau. So. Ryder, ich habe gerade an Sie gedacht. Das klingt nicht, als wäre es dringend. Suvi meinte, es ginge um irgendwas Wichtiges. Ich dachte, Sie könnten vielleicht einen freien Abend vertragen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Sloan veranstaltet eine Party? Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Klingt ja nach Spaß. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbannten.
Noch irgendwas? Nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Hey, Mr. Mauszeiger, diesmal bleibst du einfach hier drauf. Gehen wir doch einfach nochmal runter. Ist jetzt am einfachsten. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Zack. Und wieder runter da. Ist auch irgendwie ineffizient. Wir sollten lieber auf die Tempest gehen, aber noch auf dem Planeten bleiben, anstatt immer wieder hoch zu fliegen und dann wieder runter zu kommen. Naja. Es ist ja nur ein Spiel. So. Ich glaube, wir könnten einfach mit der Schnellreisestation genau dahin fahren, wo wir hin müssen. Zack. Aber eigentlich müssen wir hier nach draußen, ne? Ja. Halt! Privatveranstaltung! Sehen Sie auf der VIP-Liste nach. Ryder, Pathfinder und eine extrem wichtige Persönlichkeit. Auf der Liste steht kein Ryder. Er gehört zu mir. Reyes Vidal. Gehen Sie rein. Ich wurde nicht mal persönlich eingeladen, ist ja traurig. Reyes Vidal. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht auf. Wissen Sie noch, was ich über die Kunst der Verspätung sagte? Stellen Sie mich Ihrer Begleitung vor. Pathfinder, das ist Kima Dorgan. Eine Freundin. Sie vertritt die Angara gegenüber Sloan. Freut mich. Freut mich, Kima. Nennen Sie mich Ryder. Reyes sagte schon, wie professionell Sie sind. Ich hatte gehofft, dass er Sie mitbringt. Er redet nur noch von Ihnen. Ach, tatsächlich. Ich muss leider unterbrechen. Ich muss was erledigen. Sie verlassen mich schon? Dauert nicht lange. Heute sind wichtige Personen hier. Mischen Sie sich ein wenig unters Volk. Machen Sie bitte keinen Ärger. Bauen Sie bitte keinen Mist. Nicht, dass man uns rauswirft. Ich bin kein Spaßverderber. Versprochen. Okay. Und schon ist er weg. Eine Ahnung, was er vorhat? Denken Sie nicht über Reyes Pläne nach. Genießen Sie die Party. Oh Mist. Unter die Partygäste mischen. Wir können ja erstmal mit Kima reden. Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Sie und Reyes? Wie haben Sie Reyes kennengelernt? So wie jeder Reyes kennenlernt, über das Geschäft. Seine Fähigkeiten sind in Kadaraport von großem Wert. Und wie ist Ihre Verbindung zu Sloan? Was bedeutet es, die Angara gegenüber Sloan zu vertreten? Sloan verlässt sich darauf, dass ich ihr die angaranische Sichtweise der Dinge vermittle. Und hört sie auf Sie? Nur in Extremfällen. Sie rühmt sich zwar damit, pro-angaranisch zu sein, aber Priorität haben für sie immer die Verbanden. Sie veranstaltet diese Partys, um mein Volk zu beschwichtigen. Aber das wird nicht ewig funktionieren. Mhm. Wie sieht's mit dem angaranischen Widerstand aus? Gehören Sie zum Widerstand? Nein. Ephra und ich tauschen Informationen aus, aber für mich steht das Wohlergehen Kadaras an erster Stelle. Wenn es zwischen den Verbanden und dem Kollektiv zum Krieg kommt, wird es mein Volk sein, das darunter leidet. Okay. Die Spezies der Milchstraße. Ich hoffe, diese Piraten haben Ihnen kein allzu schlechtes Bild von uns vermittelt. Keine Sorge, Ryder. Ich beurteile Individuen, keine Gruppen. Sie beispielsweise mag ich. Das gilt nicht zwangsläufig auch für diejenigen, für die sie arbeiten, aber ich habe gelernt, mir alle Optionen offen zu halten. Klug. Man weiß nie, wer am Ende das Sagen hat. So ist es. Haben Sie Reyes irgendwo gesehen? Haben Sie Reyes irgendwo gesehen? Nein. Aber er wird bestimmt bald wieder hier sein. Mhm. Er mag sie. Ist mir schon aufgefallen.
Den Eindruck habe ich auch. Dabei hält er sich doch für so subtil. Sehr subtil. Es war schön, sich mit Ihnen zu unterhalten, Kima. Gleichfalls, Pathfinder. Okay. Oh, Datenpad. Persönliches Log. Shalasia Rorna. Erster offizieller Tag als Verbannte. Soll mich in einer Stunde mit Katis treffen. Setha sagt, er ist ein Korinthenkacker, aber bei meiner Rekrutierung war er ziemlich nett. Zumindest für einen Turianer. Ich darf nur nicht zu spät kommen. Update war wohl nichts. Sie hatten recht. Korinthenkacker. Ein Spieler. Sie spielen hier? Ich versuche es, aber dieser Idiot kann sich nicht zwischen gerade und ungerade entscheiden. Sie sehen aus, als würden Sie Glück bringen. Wofür soll ich mich entscheiden? Ungerade. Ich setze immer auf ungerade. Alles klar, ungerade. Verloren. Viel Glück beim nächsten Mal. Ihretwegen habe ich meine Credits verspielt. Arschloch! Hey, Sie wollten doch, dass ich entscheide. Das werde ich mir merken. Oh Mann. Der Typ. Naja, mit Sloan sollten wir wahrscheinlich auch reden. Jetzt haben wir noch ein paar andere Leute. Das könnte auch ganz interessant sein. Vilas. Harte Nacht. Ich habe etwas gesagt, was ich besser nicht hätte sagen sollen. Zu einer Frau, Nola. Sie ist eine Angara. Dabei hatte ich diesen Abend seit Wochen geplant. Ich habe mir die Krallen gefeilt und sogar meine Stirn poliert. Und dann habe ich es nicht mal 2 Sekunden, nachdem wir durch die Tür waren, vermasselt. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Was auch immer Sie gemacht haben, ich bin mir sicher, Sie können es wieder gerade biegen. Sie wissen nicht, was ich gesagt habe. Nola hat eine Schwester und ich habe die beiden miteinander verglichen. Ich dachte, wenn ich Nola eifersüchtig mache... Ach, ich bin so... Oh, ist das dumm. Doch nicht mit dem Schwester. Oh, der Typ, ey. Reden Sie mit ihr. Okay, das ist übel. Richtig übel. Aber ich denke, noch ist nicht alles verloren. Erklären Sie ihr, dass Sie das nur gesagt haben, weil Sie ein Idiot sind und Sie mögen. Ja. Denken Sie wirklich, das könnte funktionieren? Es ist auf jeden Fall besser, als in Selbstmitleid zu versinken. Das ist richtig. Okay, wünschen Sie mir Glück. Oh Gott, der Typ. Die beiden. Na siehste. Andere Kultur, aber es funktioniert immer noch. Nicht so laut. Die werfen uns noch aus. Ich hätte gern einen Drink. Wie heißt meine Bar? Was? Wenn Sie was trinken wollen, beantworten Sie die Frage. Crawler's Song? Crawler's Song. Warum mussten wir die Frage beantworten? Das ist merkwürdig. Sie schon wieder. Ich hoffe, Sie sind bereit für die 2. Runde. Oh. Wie serviere ich Whisky? Ist es nicht möglich, einfach was zu trinken? Wieso veranstalten wir hier dieses Fragespiel? Weil mir langweilig ist und Sie durstig sind. Pur. Pur. Ich bin beinahe beeindruckt. Oh Mann. Ich kann mich nicht hundertprozentig dran erinnern. Wollen Sie mein Versuchskaninchen sein? Ich habe einen neuen Drink. Angaranischer Wein gemischt mit Rinkohl. Ich muss wissen, ob er für Menschen ungefährlich ist. Sind Sie dabei? Unbedingt! Oh Gott. Klar, aber machen Sie ihn richtig stark. Sie sind echt nervtötend. Das wissen Sie, oder? Ex und Hop. Der Drink ist wahrscheinlich auch nervtötend. Und das war's. Das war's mit Ryder. Sie stehen noch.
Sehr gut. Aber nicht mehr lange. Oh Mann. Okay. Da hat Sloan wohl nicht so wirklich Lust drauf. Nein. Pathfinder, dürfte ich vorschlagen, dass Sie es ein wenig langsamer angehen lassen? Zumindest bis Mr. Vidal zurück ist. Halt die Klappe, Sam. Das hier ist eine Party. Oh mein Gott. Keine gute Mischung anscheinend. Oder die beste Mischung. Oh Mann. Ryder, nein. Uh-oh.